Mohammed sallallahu alaihi wasallam und seine Umma wurden in der Bibel prophezeit. Und das bestätigen sogar große jüdische Exegeten und Ex-Juden, die zum Islam konvertierten. Heute gehen wir nur auf die Exegese von jüdischen Gelehrten ein, aber ein ausführliches Video zu dieser Thematik wird es auf dem YouTube-Kanal Ishmael geben, inshallah. Dazu schlagen wir die Bibel auf und gehen auf Genesis 17, Vers 20. Auch was Ishmael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn. Ich lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einer großen Nation. Bevor wir auf die Prophezeiung eingehen, müssen wir erstmal klarstellen, wer Ismael überhaupt ist. Ismael ist der Sohn von Abraham und der Stammvater der Araber, von denen auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt. Rabbi Bahya ben Ascher, der im 14. Jahrhundert in Spanien lebte, ist einer der einflussreichsten jüdischen Kommentatoren der Bibel. Er zitiert Rabbi Hananel ben Hushia, einen anderen einflussreichen jüdischen Gelehrten, der im 11. Jahrhundert in Tunesien arbeitete und schreibt über Genesis 17, Vers 20. Und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Als diese Prophezeiung wahr wurde, eroberte der Islam die zivilisierte Welt wie ein Wirbelwind. Wir, das jüdische Volk, verloren unsere herausragende Stellung in der Welt aufgrund unserer Sünden. Wir können von dieser Auslegung verstehen, dass selbst jüdische Rabbiner gestehen, dass der Islam prophezeit wurde und die Welt erobert wie ein Wirbelwind. Und so sah der Wirbelwind aus.